Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Heute gibt es im Hintergrund ein ganz nices Gameplay und zwar wollte ich unbedingt, dass ihr für dieses Video ein Traum-Gameplay schauen könnt. Deswegen habe ich meinen guten Kollegen Falaxi gefragt, Digga, was hast du noch auf der Platte? Das ist ein richtig, richtig geiles Gameplay von ihm. Gönnt euch auf jeden Fall. So wie ich Falaxi kenne, haben wir mal wieder eine ultra, ultra nice Nuklearmann. Viel Spaß damit, Leute. Gönnt euch auf jeden Fall. Ja, herzlich willkommen, ich hoffe, euch geht's gut. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an mein vorletztes Video erinnern könnt. Dort ist mir ein kleiner Verbrecher rausgerutscht. Und zwar habe ich am Anfang Tryhard Plus Level Up genannt. War schon ganz lustig, ist mir auf jeden Fall rausgerutscht. Grüße an die Kollegen natürlich, gehen raus an der Stelle. War auf jeden Fall, ja, da dachte ich mir so, alles klar, Digga. Vor allem, es ist beim Schnitt auch niemandem aufgefallen. Laden wir es doch einfach mal hoch, oder? Na, ist ja nicht schlimm, Freunde. Auf jeden Fall, apropos das Thema kurz abzuhaken. Es ist eine große Nachfrage gewesen. Marcel, seid ihr tot mit Tryhard Plus oder warum kommt dann nichts mehr? Nein, Leute, wir waren einfach die ganze Zeit ausverkauft. Und jetzt im Dezember haben wir richtig krass aufgestockt. Ich werde euch jetzt ein paar Sachen erzählen. Danach wird natürlich noch das Video normal weitergehen. Also nicht wundern, Leute. Aber ich wollte euch das kurz erzählen. Und zwar haben wir jetzt mittlerweile 4 Geschmacksrichtungen, Leute. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht noch an die ersten. Also wir sind gerade noch ganz am Anfang grüner Apfel, aber das ist ausverkauft, das wird auch nie wiederkommen. Wir haben Scorpion mit Wassermelonengeschmack. Ich mache das Ganze mal so ein bisschen hier vorne etwas schärfer. Genau, wir haben hier einmal Scorpion mit Wassermelone. Dann haben wir Slurpberry, richtig, richtig geil, Alter, mit Beeren. Das ist unnormal lecker, ist auf jeden Fall, also ich finde, das ist einfach der niceste Geschmack überhaupt. Dann haben wir jetzt brandneu 2 Sachen, und zwar einmal den hier. Das ist Eistee Pfirsich, richtig, richtig nice. Und dann haben wir hier noch einmal Pfirsich Maracuja. Diese beiden Dosen sind brandneu und die gibt es jetzt auf dem Markt. Ich werde euch mal ganz kurz was dazu erzählen, weil ich habe das nämlich schon gesehen. Und zwar haben wir jetzt hier, damit es auch für den kleinen Preis was gibt, weil wir wollten nicht, dass es nur irgendwie für Leute ist, die viel Kohle haben, haben wir jetzt diese kleineren Dosen gemacht. In diesen Dosen ist aber genauso viel drin wie bei der Konkurrenz in der großen Dose, aber die kostet nur 24,99 €, Leute. Das bedeutet einfach, ihr bekommt hier den von den Inhaltsstoffen für mich besten deutschen Game Booster. Kann ja jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist es aber der hier, weil ich auch sehr, sehr viel die Rezeptur gecheckt habe und wirklich, wir haben uns da sehr, sehr viel dran gedacht. Wir haben zum Beispiel auch ein paar Sachen geändert, da komme ich gleich zu. Und da haben wir uns einfach gedacht, ganz ehrlich, komm, wir packen das für 24,99 € raus. Das heißt 15 € günstiger als bei der Konkurrenz für dieselbe Füllmenge. Also wer es mal ausprobieren will, kann es für den kleinen Preis zuschlagen. Es gibt noch mit dem Code XMIS, hauen wir nochmal 5% Rabatt drauf. Also falls ihr euch dafür interessiert, dann macht das gerne. Wir haben natürlich wieder nicht unendlich da. Ich darf euch jetzt mal vorlesen, was wir noch alles da haben, weil wir sind da ganz transparent, weil das ist ja quasi auch so für mich so ein großer Schritt, das ganze Thema mir aufzubauen. Und deswegen nehme ich euch ja komplett mit auf diesem Weg in die eigene Gaming-Firma. Deswegen erzähle ich euch mal kurz. Im Übrigen, hier ist der schiefe Turm von Tryhard Plus, Alter, richtig geil, Mann. Also das ist hier, ich finde es einfach nice, wie sich das entwickelt hat und dass wir da so mit dem Herz dahinter stehen. Und ihr seht schon, es ist natürlich nicht das Einzige, was wir machen, deswegen kam in letzter Zeit auch nicht so viel, aber wir machen es immer wieder gerne und ich denke mal, das Ganze wird jetzt nochmal ein bisschen größer werden. Wir haben auch unseren ersten Affiliate im Übrigen, das ist Solution, mein erster Partner jetzt, voll geil, es ist für mich voll die Ehre und ich freue mich da extrem drüber. So Leute, wir haben 45 von den großen Scorpion, dann haben wir 300 Slurpberry 240 Gramm, also die kleine Dose, dann haben wir noch Pfirsich Maracuja, gibt es in klein und groß jeweils 300 Dosen und Eistee Pfirsich, das neue, gibt es auch nochmal 300 Dosen in 24 Gramm. Wie gesagt, Leute, ihr bekommt wirklich zu einem Spitzenpreis diesen Booster, probiert ihn gerne aus und schreibt mir dazu, was ihr davon haltet. Wir haben zum Beispiel auch so ein paar Sachen gemacht, wie zum Beispiel den Blutorangenextrakt etwas rausgenommen, damit es nicht mehr ganz so bitter ist im Nachgeschmack, beziehungsweise jetzt ist es halt null bitter. Also ich habe die neuen Sorten getestet, die sind einfach nice. Ich habe auch die letzten Videos mit Tryhard Plus im Blut quasi aufgenommen und ihr habt ja gesehen, dass die Aktivität da auf jeden Fall am Start ist. Ich will jetzt nicht nochmal erklären, was ein Game Booster ist, das ist jetzt hier nicht der richtige Zeitpunkt. Schaut euch das Produkt einfach gerne an, wenn es euch zusagt, dann gönnt euch. Ich finde das Ding auf jeden Fall richtig, richtig geil, Freunde. Ganz genau. Habe ich noch irgendwas vergessen? Gucke ich nochmal eben nach. Ganz genau. Nö, habe ich nicht. Also Leute, wie gesagt, gönnt euch das mal, guckt euch gerne an und entscheidet dann, was für euch einfach der beste Game Booster ist. Sollte das auf jeden Fall sein. Und wir haben auf jeden Fall jetzt insgesamt 1245 Dosen, Alter. Das ist auf jeden Fall nice, Mann. Ihr könnt ja auf jeden Fall gerne mal dort vorbeischauen und die kleinen Dosen vielleicht mal antesten. Wenn ihr euch gut schmeckt, könnt ihr eine große noch holen und so weiter und so fort. So Leute, das Thema ist jetzt erstmal abgehakt und ich wollte einfach ein bisschen mit euch darüber sprechen, was die letzte Zeit so abging und ich wollte mich bedanken für eine Sache und zwar, ich kann es nicht oft genug sagen, aber es ist für mich einfach ein ultra, ultra krasses Gefühl zu sehen, wie krass ihr aktiv seid auf Scorpion Plays und ich wollte mich dafür einfach erstens bedanken und zweitens, es ist keine Selbstverständlichkeit und
wirklich Leute, ich habe auch die letzten Tage auf der Straße häufiger mal Abonnenten getroffen, die haben sogar darüber mit mir gesprochen, wir hatten da so einen kleinen Smalltalk gehabt, auch über das Thema, und ich sehe einfach, für wen ich diese Videos mache, das sehe ich wieder viel mehr als früher, und das ist für mich das geilste Gefühl der Welt. Es ist nicht mal irgendwie die Zahlen oder sonst was, sondern ich sehe einfach, welche Leute die Videos jetzt schauen, wie sie diese Videos genießen, und das ist für mich einfach ein ultimativ nice Gefühl, und da wollte ich mich einfach mal voll fett für bedanken, Leute. Genau, also das ist halt einfach, es ist einfach nicht selbstverständlich, und ja, ich bin übrigens zurzeit voll krass im Darts Grind, für die das interessiert. Ich habe heute ein Turnier gespielt, es war komplett Katastrophe, das war geisteskrank Katastrophe, ich habe so schlecht gespielt, es war wirklich, ich war richtig sauer auch auf mich selbst, und ich musste damit klarkommen, da mental hinterherzukommen. Das könnt ihr natürlich auf Scorpion Darts, könnt ihr gerne meine ganze Story mit Darts euch anschauen auf dem Kanal. No Werbung, aber an der Stelle könnt ihr einfach machen, wenn ihr Zeit habt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich morgen ein Turnier, Sonntag ein Turnier, Montag ein Turnier und Dienstag ein Ligaspiel. Das war es dann auf jeden Fall wieder komplett, Leute. Das heißt, ich bin zurzeit mega, mega busy, und ja, genau. Dieses Video hier nehme ich übrigens am Freitagabend auf, und ihr seht es dann am Sonntagmorgen, denke ich mal. Und ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen, wie gesagt, auf der Seite, und einfach mal ein bisschen gönnen. Und ihr könnt euch, wie gesagt, mit Code XMIS nochmal 5% saven. Auf meinen Nacken geht das dann. Ganz easy XP. Und wie gesagt, was ich wirklich krass finde, ist, dass Solution jetzt einfach mein erster Partner ist, den wir mit ins Boot geholt haben. Ich freue mich da extrem auf die Zeit mit Danny. Danny ist einer meiner besten YouTube-Freunde. Ihn das Produkt voll und ganz überzeugt. Ich habe ihm Proben zugeschickt, und deswegen freue ich mich natürlich extrem darüber, Leute. Ja, das Gameplay im Hintergrund wird vermutlich, weil ich habe jetzt noch nicht genau gesehen, welches Gameplay es geworden ist, weil ich weiß, von ihm sind sowieso alle Gameplays krass. Deswegen weiß ich schon, das Gameplay ist sowieso richtig nice geworden. Übrigens, jetzt könnt ihr auch nochmal auf Trial Plus vorbeischauen, was ich noch sagen wollte, nämlich, dort gibt es auch jetzt einen neuen Shaker, und da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen. Das ist mir jetzt noch als letzter Punkt eingefallen, das ist jetzt wirklich, jetzt ist das Thema vorbei. Ja, ist vorbei, das Thema, und ich, ja, ich freue mich auch zur Zeit wirklich, muss ich sagen, über ein Thema, und zwar, das ist Black Ops 4, so ultra nice generell in der Community ankommt. Es gibt jetzt immer wieder kleine YouTuber, bei denen es da auch jetzt wirklich aktuell läuft. Wobei einer von denen hat neulich was Merkwürdiges gemacht, und zwar Sweezy und ich waren halt einfach online. Wir haben uns aber nicht irgendwie warm gespielt. Also Sweezy und ich haben einfach generell diesen neuen Modus gezockt, auch als ich das Video aufgenommen habe neulich. Und da ist ein kleiner YouTuber reingekommen, also nach uns nachgejoint. Also er ist uns wahrscheinlich nicht extra nachgejoint. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall war das dann so, er war in unserer Lobby. Und in uns, es war wirklich die Lobby, wir waren zuerst drin. Und ihr wisst, das ist bei mir so ein COD-Ehrenkodex. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ist doch egal, wer da gegeneinander spielt. Aber für mich ist das so, wenn ich einen guten Deutschen sehe, dann gehe ich auch bei ihm raus. Genauso wie ich hoffe, dass er bei mir rausgeht, weil diese Noob-Lobbys, das sollte man sich einfach fair aufteilen. Weil für mich ist COD-Public nicht, sich mit irgendwelchen Tryhards zu messen, sondern für mich ist COD-Public, gegen die bestmöglichen Lobbys zu spielen. Wenn ich nämlich gegen gute spielen will, dann spiele ich Arena. Da wird diesen Mod auch auf jeden Fall sehr viel kommen, was auch cool wird. Und deswegen ist meine Meinung da, dass man sich die Lobbys einfach gönnen sollte. Vor allem, wenn man YouTube-Kollegen ist. Und der kann mir nicht erzählen, er hat uns nicht gesehen. Also er ist wahrscheinlich nicht mit Absicht nachgejoint, aber er hat uns auf jeden Fall gesehen. Wir haben so ein bisschen rumgetrollt. Wir sind da mit dem Roboter rumgelaufen, und der Typ hat sich endtot getryhard gegen uns. Und das war so ein bisschen, ich weiß nicht, das fand ich ein bisschen komisch. Das war auf jeden Fall jetzt auf YouTube, und das muss echt nicht sein, finde ich, weil ich würde bei keinem YouTuber der Welt, wenn ich jetzt sehe, ich würde jetzt bei Massi oder Haptic in die Lobby joinen, er hat die geilste Lobby der Welt, ich würde in 100% der Fällen rausgehen, und das gehört sich einfach so, ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Schreibt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare, vielleicht auch mit Kollegen. Habt ihr es schon mal erlebt, dass ihr mit Kollegen in eine Lobby gekommen seid? Habt ihr euch das dann irgendwie, ja, fuckt ihr euch ja gegenseitig Just for Fun ab? Kann man natürlich auch machen, aber das würde ich niemals in einer Traumlobby machen. Ich werde niemals diese eine Sache vergessen. Da hat Elotrix damals gelivestreamt, und ich habe da irgendwie Multiteam Solo gespielt. Und Anton saß nebenan. Und ist in mein Zimmer gekommen, als wir zusammen gewohnt haben in Köln, und ich war auf 100 plus Streak. Anton kommt einfach so in mein Zimmer. Was habe ich in mein Zimmer? Habe ich mein Zimmer gesagt? Noch viel schlimmer. Anton kam einfach in meine Lobby nachgejoint, obwohl er 1 Meter von mir entfernt saß, und hat mir einfach das 100 plus versaut. Alles klar, Digga. Ich hatte, glaube ich, 81 zu 3 oder so, dann kam er rein. Und ich war kurz vor Streaks, und das Spiel war fast zu Ende, deswegen hätte ich das 100 plus gerade so geschafft. Und er hat mich dann kurz vor Streaks geholt. Digga, Anton, was hast du dir eigentlich damals dabei gedacht, Digga? Das habe ich irgendwie bis heute nicht verstanden. Das weiß ich auch nicht ganz genau, was da mit dir los war, Bruder. Da musst du auf jeden Fall los, oder? Auf jeden Fall wird auch mit Anton diesen Monat viel kommen. Haben wir uns entschieden, dass wir so einen kleinen Mini-Adventskalender starten. Aber jetzt nicht irgendwie jeden Tag, sondern wir werden halt hin und wieder mal, ich starte ja eh jeden Tag hoch, aber wir werden es hin und wieder so ein bisschen aufteilen. Dann ist mal ein bisschen er am Start, dann ein bisschen ich am Start. Und wir gehen dann gegenseitig auf unsere Kanäle und sind ein bisschen zu Gast, haben wir uns gedacht. Und machen dann quasi ein paar Videos zusammen. Das ist auf jeden Fall auch eine ziemlich, ziemlich nice Sache.
Sache wird. Also ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass das generell eine coole Adventszeit wird. Freut euch schon auf Weihnachten eigentlich, Leute. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ja immer kurz vor Weihnachten Geburtstag. Und Weihnachten ist für mich irgendwie auch gar nicht so der, ich weiß nicht. Es ist schon eine geile Zeit, aber du kannst es nicht damit vergleichen, wie, ich meine, ich bin jetzt 24 und dieses Weihnachten werde ich 25 sein. Ich kann es nicht damit vergleichen, wie es sich früher angefühlt hat. Früher habe ich so gezittert. Ich war wirklich, Leute, an meinem Geburtstagstisch, meine Mama hat es immer voll süß für mich dekoriert und so. Und ich kam so, ich habe gezittert, bin zum Geburtstagstisch, als ob ich da keine Ahnung, als ob ich so ganz merkwürdige Sachen hätte. Apropos ganz merkwürdige Sachen. Es ist was so Krankes passiert und vielleicht kann ich euch irgendwann davon erzählen, aber was die letzten Tage passiert ist, ist geisteskrank. Also, es ist etwas in Berlin passiert, es war wirklich der absolut krasseste Wahnsinn und zwar negativ gemeint. Ich sehe schon, ich bin ein bisschen wirr, weil ich so viel im Kopf habe, was ich euch erzählen will und da reicht zum Gameplay immer gar nicht für aus. Ich bin schon wieder bei 11,5 Minuten und könnte noch stundenlang weiterreden, Leute. Ja, am Ende kann ich noch mal sagen, schaut gerne noch mal bei der Tryhard Plus Seite vorbei, würde ich mich freuen. Und shoppt ein paar Dosen, holt euch das Zeug, schreibt mir, wie ihr es findet. Und ich bin erstmal raus für heute. Checkt die beiden neuen Geschmacksrichtungen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.